Mit dem BYD Dolphin strebt ein elektrischer Kleinwagen mit interessanter Technik auf den Markt. Früher oder später wohl auch in Deutschland. Alles, was man zum BYD Dolphin wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. BYD zielt mit dem Dolphin-Modell auf das untere Preissegment bei Elektroautos in China. Der NEV-Absatz in China konnte von BYD zuletzt erneut deutlich gesteigert werden, sowohl zum Vorjahr als auch sequenziell. Im ersten Halbjahr hat BYD beim Fahrzeugabsatz auch den Hauptrivalen Tesla hinter sich gelassen. Im Juli 2022 wurde zudem ein Händlervertrag in den Niederlanden unterzeichnet, um Elektroautos zu verkaufen. Nun meldet BYD, dass von der Dolphin-Serie mehr als 10.300 Fahrzeuge allein im Monat Juni diesen Jahres verkauft wurden, was einem Plus von 61,4% gegenüber dem Vormonat entspricht. Das Exterieur wurde von einem internationalen Team unter der Leitung des deutschen BYD-Chefdesigners Wolfgang Egger entworfen. Der Wagen wirkt in der Grundform sehr einfach. In der Seitenansicht gibt es ein paar Kniffe in der Metallhaut. Das neue Markendesign soll einer Ozeanästhetik folgen, was auch den Beinamen Dolphin erklärt. Am Heck prangt der ausgeschriebene Markenname Build Your Dreams. Vorne prangt der Markenname ohne die bisher übliche ovale Umrandung, wie sie etwa der BYD Tang besitzt. Offensichtlich ist er von der Außenansicht auch gar nicht mehr so rundlich wie noch auf den allerersten Bildern, was dem Dolphin einen eher sportlicheren Look verleiht. Das, finde zumindest ich, passt auch viel besser zu dem Wagen. Kantig ist auch die Linienführung an den Seiten entlang. Somit wirkt er ein wenig aufgeregter und nicht mehr so langweilig. Die Heckansicht wird natürlich von dem verspielten, durchgehenden Leuchtband geprägt. Unterstützt wird der mittlerweile sportlichere Look am Heck von einem Dachkantenspoiler. Das Lenkrad hat drei Speichen mit flachem Boden und sieht tatsächlich aus wie ein Delfin, der aus dem Meer springt. Die Instrumententafel scheint aber nicht besonders groß zu sein. Der Innenraum des Dolphin ist symmetrisch gestaltet und der zentrale Durchgang ist nicht zu breit. Das Fahrzeug wird außerdem eine neue Interaktionsmethode namens Easygoing anwenden. Dieses Design kann Platz im Auto sparen und die Verwendung für die Insassen bequemer machen. Auch die zylindrische Form passt gut zum Designstil des Fahrzeugs. Auch das Design des gesamten Mittelgangs ist markant, das Gesamtdesign ist hohl und es wird viel Stauraum geben. Hinter dem Getränkehalter befinden sich die Tasten für die Handbremse, automatisches Parken, ESP und andere Funktionen. Und dahinter befindet sich das Wireless Charging Panel für das Handy. Von den Details her wirkt die Anmutung des Innenraums schon mal sehr gut und es wird zwei verschiedene Innenstile geben: Pupu Pink und Russell Green. Der Innenraum des Autos verwendet auch eine Vielzahl von Materialien, darunter Leder und Alcantara. Übrigens, Leute, ab jetzt könnt ihr Kanalmitglied werden. Und mit dieser Mitgliedschaft habt ihr einige Vorteile. So gibt es Logos für treue Fans, spezielle Emojis, aber auch, was noch wichtiger ist, Vorabzugriff auf neue Videos. Außerdem gibt es eine eigene Playlist mit meiner Musik, die ständig mit mehr Tracks vergrößert wird. Damit unterstützt ihr zudem auch meinen Kanal. Also fackelt nicht lange und werdet Kanalmitglied. Weiter geht's. Der Dolphin hat einen Radstand von 2,7 Metern, was für eine Gesamtlänge von 4,07 bis 4,15 Metern sehr viel ist. Offenbar verfügen die drei Varianten des Dolphin über jeweils angepasste Stoßstangen, denn sie sind bei der Länge mit 4,07 Metern, 4,13 Metern und 4,15 Metern angegeben. Die Breite mit 1,77 Metern und die Höhe mit 1,57 Metern sind bei allen Varianten gleich, zudem sind alle Modelle mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Es wird also drei Varianten geben. Die Basis und das mittlere Modell des Dolphin verfügt über einen 70 kW oder 95 PS und 180 Newtonmeter starken Motor. Das Topmodell bekommt einen 130 kW oder 177 PS und 290 Newtonmeter starken Antrieb. Während das Basismodell über eine lediglich 30,7 Kilowattstunden große Batterie für 301 NEFZ-Kilometer verfügt, verbaut BYD in den anderen drei Versionen einen 44,9 Kilowattstunden großen Stromspeicher. Dieser soll für eine NEFZ-Reichweite von 405 Kilometern reichen. In allen Fällen handelt es sich um die BYD-eigene Blade-Batterie, eine LFP-Batterie mit sehr großen Zellen, die ohne Zwischenschritt über die Module direkt in dem Batteriepack verbaut werden.
Was beim Blick in die technischen Daten auffällt, ist die maximale DC-Ladeleistung von 60 kW bei der großen Batterie. Der 30,7 kWh Akku kann maximal mit 40 kW geladen werden. Die E-Plattform 3.0 von BYD ist als 800-Volt-Plattform ausgelegt. Damit kann BYD zwar wohl geringere Kabelquerschnitte realisieren. Den oft zitierten Vorteil der so höheren Ladeleistung können die Chinesen hier nicht ausspielen. Womöglich begrenzen die relativ kleinen LFP-Akkus hier die maximale Ladeleistung. In beiden Fällen soll der Ladevorgang von 30 auf 80% rund 30 Minuten dauern. Die AC-Ladeleistung liegt bei maximal 7 kW. Die 70 kWh-Varianten können maximal 150 km/h schnell fahren, das Topmodell mit 130 kW schafft 10 km/h mehr. Bei beiden Antrieben handelt es sich um an der Vorderachse montierte PSM. Der moderne Elektro-Kleinwagen BYD Dolphin startet zunächst auf dem chinesischen Heimatmarkt, wo man ihn für einen Preis ab umgerechnet rund 14.000 Euro nach Abzug der örtlichen Förderung kaufen kann. Die Top-Variante mit dem 130 kW starken Antrieb beginnt bei 16.355 Euro. Na, endlich mal ein vielversprechender elektrischer Kleinwagen, der mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch nach Deutschland kommen dürfte. Aber wie findet ihr den BYD Dolphin? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!